Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einem neuen Format, zu einer neuen Idee, zu einem neuen Game. Northgard heißt das ganze Game. Das ist kein Product Placement, aber ich finde das Game plötzlich einfach cool. Hintergrund der ganzen Aktion ist, dass ich tatsächlich jetzt Don't Starve mit Maxim erstmal nicht weiterführen werde. Was daran liegt, dass ab nächster Woche wieder King of Spandau startet und bei uns beiden unglaublich viele Casts anfallen. Das heißt, wir haben einfach nicht genug Zeit, gleichzeitig so ein Projekt zu machen. Das heißt nicht, dass es für Ewigkeiten auf Eis liegt. Wir werden garantiert auch wieder Sachen zusammen machen, aber gerade ist es für uns beide einfacher, selber was aufzunehmen. Und ab nächster Woche kommt auf meinen Kanal dann wieder die King of Spandau Games. Samstag, Sonntag, Dienstag, Donnerstag, wenn es noch ein Game gibt, dann eben am Mittwoch. Wir zocken ja Northgard. Das ist ein Game, was so ähnlich ist wie Age of Empires und Civilization, also wie so ein Klon daraus. Ich spiele ja mit den Win Conditions nur Vorherrschaft, Ruhm, Sonderkarte, Weisheit und Handel sind quasi Mechanics im Game, die wertvoll sind, die das Game allerdings, wie ich finde, limitieren. Also man sorgt dafür, dass das Game relativ früh dadurch endet. Und das möchte ich nicht, sondern ich möchte tatsächlich weiterspielen. Das Ganze ist auf Mittel. Ich könnte auch die Feindseligkeit der, Welt hochstellen, aber ich weiß nicht, ob das dann auch für die Computer geht. Wir spielen den Wolf-Clan. Jeder Clan hier hat verschiedene Special-Sachen. Der Wolf-Clan hat, dass man für Wolf und Brauben Fleisch kriegt. Fleisch ist eine der wichtigen Ressourcen, die es in diesem Game gibt. Es gibt Holz, es gibt Gold und es gibt Fleisch. Das Gold heißt übrigens Crowns oder sowas. Eure militärischen Einheiten verzehren 30% weniger Nahrung, gewähren Zufriedenheit. Zufriedenheit braucht man, damit die Bevölkerung wächst. Und man kriegt Ruhmboni, 15% mehr Damage außerhalb des eigenen Hoheitsgebiets bei 200 Ruhm. Und bei 500 Ruhm kann man Berserker-Gebiete kostenfrei besiedeln. Das kriegt man sonst nur für Nahrung. Ich werde das Game euch so ein bisschen erklären und quasi ein Game einmal durchzocken. Das Ganze ist für eine CPU tatsächlich ein bisschen anstrengender, als ich es gedacht hätte. Also werde ich das Ganze jetzt hier über die Grafikkarte aufnehmen. Ich kann das Game sehr empfehlen. Es war im Steam Sale, als ich es gekauft habe. Ich weiß nicht, wie teuer es sonst ist. Da guckt mal lieber rein. Nicht, dass das Ganze dann ein Vollpreistitel ist, aber ich gehe eher nicht davon aus. Zu Beginn baut man Jäger. Ein Speerstand, selbstverständlich. Man kann übrigens einen kleinen Trick, den ich gelernt habe, wenn du hier so runter gehst, siehst du ein bisschen was von dem Gebiet, was du noch nicht erkundet hast. Und das ist dadurch so einen kleinen Vorteil, weil du ein Waldgebiet schon erkennen kannst. Also hier unten ist recht wahrscheinlich, dass es ein Waldgebiet ist. Und Waldgebiete sind sehr worth, weil da Holzfäller mehr Holz produzieren können von einem normalen Lager. Deswegen habe ich jetzt meinen Holzlager gerade auch noch delayed. Sorry übrigens für den Lärm, aber wenn ich nicht mit dem offenen Fenster hier bin, sterbe ich einfach. Dorfbewohner baut sich quasi die ganze Zeit automatisch, solange eure Zufriedenheit da ist und solange ihr genug Platz habt für die neue Bevölkerung. Normalerweise baut man jetzt auch ein Holzfällerlager, weil das die Bedingung ist für alle weiteren Gebäude, die es gibt. Ich warte jetzt allerdings, ob das hier wirklich ein Waldgebiet ist. Wenn das ist, baue ich nämlich mein Holzlager hier, was ein riesen Vorteil ist. Ist es allerdings kein Waldgebiet. Das habe ich wohl ein bisschen getreut. Hier ist ein Wolf drauf. Das heißt, ich kann das ganze Gebiet nicht einfach so erobern, sondern ich müsste es vorher clearen. Sieht übrigens nicht so aus, als wäre das hier ein Waldgebiet. Vielleicht gibt es hier hinten noch eins, aber jetzt verschwende ich gerade ein bisschen zu viel Zeit. Das heißt, ich werde das hier noch abwarten. Vielleicht ist es ja doch relativ random Waldgebiet. Dann werde ich das noch nehmen. Ansonsten hilft das nicht. Runensteine hilft für die Produktion von Wissen. Damit können wir forschen. Und ja, sieht so aus, als müsste ich mal ein Holzfällerlager einfach woanders hinbauen. Ich werde das hier hinbauen, würde ich, aber da ist ja das Wolfscamp. Das heißt, ich werde das hier hinbauen. Hat den Hintergrund, dass jedes Gebiet hat eine gewisse Maximalanzahl von Gebäuden und in meiner Hauptbase möchte ich lieber was anderes bauen. Andererseits gibt es dann zwei, das heißt, ich nehme das jetzt noch mit. Das Schiffswrack, also das Ganze hier aufzunehmen, ist jetzt nicht so worth. Ist allerdings doch relativ interessant, weil hier gibt es ein Schiffswrack und wenn ich das mit meinem Speer erkunde, dann habe ich davon Boni. In diesem Fall ist es meistens Holz und Gold, was sehr viel weiterhilft. Das hier ist ein sehr schönes Anfangsgebiet, weil hier sind Rehe und hier ist auch Fischerei. Das sind die zwei Sachen, mit denen man am Anfang mit am einfachsten an Nahrung kommt. Zumindest ohne relativ viel Holz in die Hand zu nehmen. Und ich habe es jetzt verpasst, hier ein weiteres Haus zu bauen. Das heißt, ich muss jetzt kurz das schnell machen, weil jetzt werde ich eine kurze Downphase haben, die man natürlich eigentlich nicht will. Und lol, noch ein Schiffsfall. Das ist krass. Das wäre jetzt normalerweise eine easy win condition Richtung Handel. Weil dafür braucht man eben genau diese Schiffsfrag, weil da kann man helfen etc. bauen. In diesem Fall werde ich allerdings nicht darauf gehen, weil ich habe die Siegbedingungen ausgeschaltet. Muss jetzt kurz hier mein Gebäude noch zu Ende bauen. Habe jetzt genug für eine Fischerhütte. Fischerhütten sind vom Holz her relativ easy und produzieren auch im Winter noch relativ viel Nahrung.
Warum das hier gut ist, dass es beides gibt, liegt daran, dass es etwas gibt, was sich Nahrungssilo nennt, was die, die Produktion von Nahrung in kompletten Gebiet erhöht. Wenn man später jetzt das hier macht, kann ich ihn natürlich für sonst nichts benutzen, aber es ist nicht schlecht, weil ich werde dadurch einiges an Holz bekommen. Hab gerade ein kleines Nahrungsdefizit pro Runde, also hier oben sieht man immer das, oder pro Runde, Runde ist das falsche Wort, sondern ich weiß gar nicht, worauf sich das bezieht, vielleicht pro Minute? Ich weiß es nicht genau, weil ich lieber schon auf das Holz gehe. Das müsste ich eigentlich aktuell allerdings nicht machen, weil ich eigentlich gerade halt eben genug Holz habe und hieraus ja eben Holz kriegen werde, aber ich mache es trotzdem gerade mal. Hier unten sind jetzt zwei Wölfe. Wölfe besiegen macht man mit militärischen Truppen. Hoppala, dafür gibt es das Ausbildungslager. Das ist gerade für mich allerdings noch nicht relevant, weil ich erstmal die Nahrungsproduktion so gut es geht am Laufen haben will. Das heißt, hier kommt gleich noch eine Jagdhütte hin. Ich habe gerade noch zwei Zivilisten, beziehungsweise Dorfbewohner. Das heißt, auch dieses Gebäude kann ich dann bauen. Dorfbewohner bauen Gebäude nur, wenn sie im selben Gebiet sind. Und nur Dorfbewohner können Gebäude bauen. Das heißt, wenn ich will, dass mein Fischer das hier baut, müsste ich ihn erst zum Hauptgebäude schicken oder zu einem Haus, damit er wieder zum Dorfbewohner wird. Und erst dann könnte er das bauen. Das ist übrigens ein exzellenter Start. Weil ich gleich eben noch das extra Holz bekomme und dadurch relativ früh ein Silo bauen kann, was für 100 Holz normalerweise am Anfang nicht worth ist, aber halt eben aktuell für mich gerade worth ist, weil ich gleich halt eben dieses extra Holz bekommen werde. Das kann ich hier unten nochmal forcen, dafür bräuchte ich aber halt erst Truppen und die sind gerade noch nicht, noch nicht direkt im Plan. Ich ziehe jetzt einen Dorfbewohner schon mal hier hoch, damit er direkt da anfangen kann. Hab jetzt eben das extra Holz bekommen, baue also mit dem Dorfbewohner noch ein Silo. Und kann in der Zeit mit einem anderen Dorfbewohner schon mal hier in die Jagdhütte reingehen, weil ein Silo dauert relativ lang zu bauen. Mein Speer erkundet jetzt einfach automatisch weiter. Speer werden dabei aber zu verletzt, da muss man sie zurückschicken und eine Heilerhütte bauen, was generell früher oder später immer eine gute Option ist. Ich habe jetzt gerade relativ viel Holz für die Phase des Games, das heißt, ich könnte schon anfangen, hier diese Steine abzubauen. Mit den Steinen kann man ein Gebäude erweitern, in erster Linie erstmal das Hauptgebäude. Wenn das Hauptgebäude geupgradet ist, auch andere Gebäude. Dadurch kann ich zum Beispiel in der Fischerhütte nicht nur zwei von zwei Leuten reinschicken, sondern sogar drei. Und das erhöht das Ganze nochmal. Plus, ich kann später Werkzeug verbessern und dadurch zum Beispiel Fischern auch noch besseres Werkzeug geben. Ich habe gerade einen exzellenten Start, weil ich jetzt auch so viel Währung habe, wie ich sonst nicht habe. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Eisen finden könnte, könnte ich meine Spezialeinheit bauen. Die ist bei mir ein Berserker, sehr, sehr stark. Und die könnte zum Beispiel alleine die Wölfe hier killen. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt hier Steine finde. Aber Steine, Eisen finde. Aber Eisen ist normalerweise bewacht. Hier durch ein, zwei Wölfe. Und es gibt ja auch Schafe. Ich kann immer wieder ein Festmahl organisieren. Das erhöht alle Produktionssachen. Ist gerade eigentlich nicht worth gewesen. Weil das Einzige, was mir fehlt, Nahrung ist. Aber ich erhöhe dadurch auch Nahrung. Und das ist prinzipiell worth, weil ich darüber halt eben auch Ruhm bekomme. Ich werde dazu einen Arbeiter hier in das Steinding hauen, weil es gerade nicht so wichtig ist, dass ich das möglichst schnell kriege. Ein weiterer Dorfbewohner schicke ich jetzt daran, so ein Ausbildungslager zu bauen, damit ich eine Einheit kriege. Aber ich bräuchte eigentlich zwei, um die Wölfe hier zu klären. Vorteil für mich auch, wenn ich so einen Wolf besiege, kriege ich 20 Nahrung. Das ist ja die Spezialfähigkeit. Und da gibt es Schafe. Schafe wiederum haben die Fähigkeit, dass sie den Brennholzverbrauch im Winter in der Region um 20% reduzieren. Das heißt, in der Region ist immer diese Dinger hier gemeint, die hier weiß umrandet sind. Das hier unten sollte ich mir auch auf Dauer sichern, weil ich dadurch einen freien Runenstein bekomme und dadurch mein Wissen schneller anhäufen kann. Und Wissen ist ziemlich key. So, ab und zu wird man auch überfallen von Wölfen. Das ist bei meiner Zivilisation allerdings fast immer ein Vorteil. Die gehen jetzt automatisch wieder in den Gebäude, wo sie waren, weil ich dadurch halt eben 20 Nahrung bekomme. Habe jetzt einen weiteren Zivilisten. Der muss allerdings, bevor er das macht, für mich noch ein Haus bauen. Das Gebiet ist halt jetzt eben voll, das da oben ist auch voll. Das heißt, er muss das noch hier bauen. Das heißt, das delayt sich jetzt gerade so ein bisschen, aber das Haus zu bauen ist halt wichtig, damit ich halt nicht wieder zu lange in so einem Nullzustand bin. Das hier ist ein Wolfsbau für meine Ziff sehr, sehr strong. Gehe jetzt hier für schärfere Hexe. Alternative wären 20% militärische Kraft, aber das ist am Anfang nicht so wichtig. Und die weiteren Sachen hier sind interessanter, weil ich dadurch halt den Nahrungsverbrauch reduziere, wenn ich so ein Gebiet einnehme. Hier zum Beispiel würde mich das 80 kosten, aber ich muss eh erst die Wölfe vorher klären. Aber das ist quasi das Grundprinzip. Verliere jetzt die ganze Zeit Gold, weil meine Gebäude mehr Gold kosten, als ich einnehme. Leg mir jetzt hier die Krieger auf den Hotkey und nehme dann hier oben das Ding ein, um eben möglichst früh dieses Eisen zu bekommen. Sollte dann allerdings auch gucken, dass ich relativ bald eben an diese Crowns wieder rankomme. Aber darunter, dafür habe ich ja unten noch das Schiffswrack. Das ist natürlich jetzt ein idealer Start. Nochmal 20 Nahrung bekommen. Renne jetzt hier runter.
Oh, jetzt sind hier zwei Würfel. Ich dachte, eben wäre nur einer gewesen. Aber vielleicht habe ich mir das eingebildet. Mein Speer erkundet jetzt hier noch ein bisschen. Er müsste da oben das Gewinn noch erkunden. Aber ich brauche ihn eigentlich gleich hier unten für das Schiffswrack. Das ist halt immer die Sache. Ich könnte jetzt auch einen zweiten Speer machen. Aber das ist meistens nicht gut. Was will ich mit dem zweiten Speer später anfangen? Selten irgendwas Sinnvolles. So, die können also diesen Wolf hier auch noch besiegen. Schick den jetzt hier runter. Besiede das Gebiet. Und dann kann mein, erst wenn das besiedelt ist, kann mein Speer hier das Schiffswrack untersuchen. Im nächsten Schritt werde ich unten das auch noch einnehmen. Das Gebiet unten. Damit ich halt eben noch einen, diesen Wissensstein hier schon mal kriege. Den Runenstein. Um halt eben schneller auf der Teststufe zu sein, auf der ich gerne wäre. Denn Teststufe sind natürlich wie eigentlich immer in diesen Games sehr entscheidend. Ich jogge jetzt kurz hier Acker auf den, der noch ein bisschen mehr healthy ist. Einfach ein Vorteil, wenn die nicht so kaputt sind. Da habe ich jetzt nicht genug Nahrung aktuell. Das heißt, das delayt sich ein bisschen. Aber das ist kein Problem, weil meine Nahrungszufuhr halt sehr gut darüber ist, dass ich hier so einen idealen Start hatte. Hätte jetzt hier auch schon genug, um mein Hauptgebäude aufzuwerten. Oh ne, habe ich noch nicht. Ich brauche 10. Aber das kostet relativ viel hiervon und ich möchte ja möglichst bald meine Special-Einheit bauen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich baue einen Handelsposten. Den baue ich hier hin, weil das hat keinen Nachteil, es hier zu bauen. Und in dem Gebiet werde ich eh sonst nichts abbauen, weil hier nichts Interessantes ist. Oh, jetzt ist eben Winter. Dieser Winter kommt immer wieder. Und es gibt auch noch Special-Events. Rattenplagen sind am Anfang relativ oft. Schneesturm im Winter, wodurch man quasi dann noch mehr verbraucht. Ah, ich habe doch hier auch jetzt die Schafe. Das heißt, ich muss jetzt ein Schaf werde ich hier machen, weil da 4 arbeiten. Und ein Schaf werde ich hier machen, weil hier auch die ganzen Dorfbewohner ja arbeiten, wenn sie sätzlich zu tun haben. Es ist ein schöner Start. Also ich kann mich echt nicht beschweren. Manchmal ist es ein bisschen unangenehmer, weil man am Anfang halt einfach nicht die Ressourcen findet, die man braucht. Hier werden deutlich mehr Steine. Aber Steine sind jetzt in der Phase des Games halt nicht so entscheidend. Hier kriege ich noch 20 raus. Das reicht ultimativ für den Anfang. Und das hier werde ich jetzt in nächster Zeit noch nicht einnehmen können, weil ich halt eben die Nahrung brauche und die ist im Winter halt deutlich schwerer zu produzieren. Dorfbewohner bilden sich weiter aus, meine Zufriedenheit ist gut, auch wenn ich sehr, sehr viele Verletzte habe. Das heißt, ich sollte auf Dauer mir einen Heiler suchen, setze jetzt hier einen meiner Dorfbewohner rein und habe dadurch nochmal den Vorteil. Die Speer laufen übrigens schneller, weil man ihnen sagt, was sie machen sollten. Also im Automodus verliert man da ein bisschen Zeit. Und ich habe jetzt gerade so viel Holz, dass ich auch noch eine Heilerhütte relativ früh bauen werde. Die sind am Anfang nicht so worth. Später gibt es hier die Möglichkeit, die Heilgeschwindigkeit um 50% zu erhöhen. Und wenn die nicht heilen, sammeln sie Nahrung, was sehr lukrativ sein kann. Weil, wie ihr seht, habe ich keine weitere Möglichkeit, gerade Nahrung zu produzieren. Ja, ich habe noch gar nichts gefunden. Hier ist wahrscheinlich nochmal Fischerei. Das wäre ganz interessant, aber gerade ist es schwer, die Nahrung auf ein höheres Niveau zu hieven. Ich hätte jetzt genug Crowns, um den Typen zu bauen. Aber dafür muss ich hier oben jetzt auch noch Steinabbaugebäude bauen. Oh, das war der falsche, der hätte eigentlich Heiler werden sollen. Wählen wir einen anderen aus. Der läuft da hoch und der baut das ab. Den werde ich dann gleich umschiften. Der soll dann da oben erstmal die Steine abbauen. Ist die Frage, ob es jetzt mehr Wurf ist, das zu machen. Ich meine, ich... Ja... Ja, okay, ich mache jetzt erstmal das. Erhöht nämlich auch das Bevölkerungswachstum, was in der Phase ganz nett ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel hier das aufwerten. Braucht dafür allerdings halt eben wieder 50 von den Crowns unter dem 10 Steine. Und 10 Steine sind schon relativ viel. Der Heiler macht normalerweise immer erst die militärischen Einheiten. Das ist aber gerade nicht worth, weil wenn Einheiten schwach sind, produzieren sie weniger Nahrung. Nahrung ist gerade mein Hauptproblem. Das heißt, ich heile zuerst die Fischer. Ich könnte auch einen zweiten Heiler dazu machen, was die Heilzeit natürlich deutlich verringern würde. Oder verschnellern würde. Aber das ist jetzt aktuell noch nicht mein Plan. Ich werde das Ganze hier mal in 30-Minuten-Sessions machen. Ich weiß noch nicht genau, wie lange das Ganze dauert, aber prinzipiell soll das Ganze bis nächsten Samstag gehen. Eisenmine abgeschlossen. Ich werde jetzt doch mal noch weitermachen, bis der hier noch 10 gemacht hat. Ah, noch einen weiteren Dorfbewohner da drauf zu hauen. Ja, komm, mache ich. Dann habe ich den Berserker recht früh. Gerade verliere ich halt recht viel Nahrung. Oh, hier oben ist ein Braunbär. Braunbären sind für mich super strong. Ah, ich werde angegriffen. Damit kommen die normalerweise selber klar, aber ich kann trotzdem meinen Krieger dazuziehen. Ich ziehe jetzt hier den Arbeiter weg, damit Jakob wieder juggelt. Es gibt immer so einen kleinen Lag, wenn der Sommer zu Winter wird und andersherum. So, der Heiler heilt den Fischer, danach muss er den Jäger heilen. Aber Nahrung ist halt gerade echt das aktivste Problem, was ich habe. Was halt auch relativ normal ist, weil ich halt nicht so viele gute Sachen bis jetzt gefunden habe. Ein Braunbär aber zum Beispiel gibt mir sehr, sehr viel Nahrung. Und den hier, für den brauche ich halt eben 5 Silber. Die habe ich relativ bald zusammen.
Und dann kann ich da oben den Braunberg hingehen. Plus halt hier auch immer wieder den Wolfsbauer. Also hier spawnen die ganze Zeit Wölfe. Das ist sehr nützlich für mich, weil ich ja immer 20 Fleisch aus dem Wolf kriege. Und dementsprechend ist das erstmal worth. Was ich jetzt auch machen könnte, ist, weil ich gerade so viel von den von Holz habe. So, ist die Frage, ob ich jetzt auf Handel gehe. Nee, ich gehe erstmal auf Besiedeln. Das macht das Ganze ein bisschen günstiger für mich. Weil ich so viel Holz produziere, habe ich den jetzt zum Dorfbewohner gemacht. Ich kann hier immer gucken, was von mir gerade aktuell was verbraucht oder nützlich macht. Und jetzt habe ich genug, um einen Berserker zu bauen. Sehr angenehm, weil ich habe gerade eigentlich meine maximale Truppenanzahl, aber im Berserker zählt er nicht mit rein. Das heißt, der hat da immer den Vorteil. Der kann diesen Braunbär locker tanken und dann können meine Krieger halt helfen, auch wenn sie gerade noch nicht vollgeheilt sind. Aktuell suche ich ja nach einer nächsten Nahrungsquelle, weil das Eisen hier oben ist natürlich cool, aber das hilft mir nicht so viel. Könnte den jetzt zum Lehrmeister machen, das hilft schon mal. Ah, das mache ich schon mal, habe ich schon mal ein bisschen mehr davon. Und für Eisen brauche ich normalerweise nicht zwei Leute. So ein Bär ist normalerweise halt echt ein Problem. Für mich ist er aber tatsächlich super angenehm. Und hier oben gibt es wieder Fischerei. Ich weiß nicht, ob das zählt, weil manchmal zählt das erst, wenn du alle Gebiete dieses Sees besiedelt hast. Aber es sieht ja so aus, als wäre es auf meiner Seite. So, und der hat mir jetzt halt 140 Fleisch gegeben. Das ist halt super angenehm für mich. Wird wieder angegriffen, wieder ein Wolf. Ich will meine Truppen da gar nicht rüberziehen, weil bevor die da sind, ist die Szene wieder geklärt. Problem ist halt nur, dass meine Arbeiter dadurch halt immer wieder verletzt werden. Was unangenehm ist, aber nicht zu schlimm. Jetzt testen wir mal Fischerhütte. Kann ich den bauen? Geil. Optimal. Ziehe den deswegen da, nach da oben. minus 1 Zufriedenheit. Wir haben zu viele Verletzte. Lösung dafür relativ simpel. Ich hau noch einen in die Heilerhütte. Und habe auch relativ bald die Möglichkeit, dieses Medizin-Ding zu bauen, was halt sehr, sehr worth ist. Aber wieder relativ ungünstig für mich. So eine Ruine gibt halt nochmal meistens relativ viel Gold, was ganz nett ist, aber auch kein Riesenvorteil gerade für mich. Die nächste Siedler ziehe ich schon mal nach da oben, weil da oben kann ich noch mehr Nahrung produzieren. Und in so ein Gebäude passen halt eben immer zwei rein. Könnt ihr jetzt gucken, Werkzeug verbessern, kostet gerade zu viel. Ich habe halt gerade nicht genug Gold. Und das ist halt immer dieser Juggle, will ich mal sagen. Du versuchst halt die ganze Zeit, den perfekten Mix zu finden, was man gerade braucht. Wachse halt jetzt aktuell nicht, das ist unglücklich. Wir haben zu viele verletzt, deswegen heile ich jetzt erstmal einen Jäger. Der ist schneller wieder vollgeheilt. Ja, der Dorfbewohner hätte da zum Fischer sofort werden können. Ich kann das sagen, das ist immer ein bisschen nervig. Und jetzt kann ich hier einige von diesen Wölfen killen. Muss ja aufpassen, dass mein Krieger, der hier schon ziemlich angeschlagen ist, nicht zu viel Akku hat, aber die gehen netterweise fast komplett auf den Berserker. Zack. Sehr cool. Sollte jetzt immer einer stehen, das normalerweise sollte man die nicht voll clearen, aber wenn jetzt hier wer anders in der Nähe ist, den ich noch nicht sehe, habe ich das Problem, dass der das übernehmen könnte. Es gibt Beschwerden über Erdbeben. Oh, okay, das ist jetzt halt das erste diese Ereignisse, die passieren, ist jetzt in meinem Fall ein Erdbeben. Ist nicht das Schlimmste. Wir haben zu viele Verletzte immer noch. Achso, weil der ja auch verletzt ist. Normalerweise sind zwei halt ziemlich genau die Grenze. Könnte jetzt wieder hier so ein Fest machen, mache ich auch, weil das reißt auch die Zufriedenheit nochmal nach oben. Jetzt hat keinen freien Dorfbewohner. Ist ein bisschen ärgerlich. So, Heiler produzieren jetzt das. Ich werde jetzt kurz den Heiler hier abziehen. Zack. Wir machen noch eine Hütte, damit ich halt eben weiter wachsen kann. Hab jetzt eben das erste dieser Rundstufen freigeschaltet. Die sind sehr hilfreich. Mein Speer sollte ich jetzt hier nicht stehen lassen, weil der ist low und der muss jetzt erstmal zum Dorfbewohner werden, geheilt werden und kann dann wen anders zum Speer machen. Damit der halt eben jetzt nicht auf dem Weg stirbt. Ist jetzt relativ dunkel hier, aber ihr könnt, glaube ich, immer noch nicht viel sehen. Ja, die Effektivität der Dorfbewohner sinkt halt eben. Ich kann jetzt eben dafür sorgen, dass der Speer geheilt wird. Der zählt übrigens auch immer dazu. Oh, jetzt muss ich gucken, habe ich zwei Händler gebaut? So, der wird wieder zum Heiler. Dadurch habe ich dann wieder zwei dabei. Und mein Speer, der ist jetzt schon wieder so geheilt, dass es hier eigentlich kein Problem darstellt. Ich sollte jetzt in die Richtung forschen, weil von da kam ein gegnerischer Speer. Hier oben ist nochmal ein Wolfscam, was immer ein cooler Vorteil ist. Wohlgemerkt halt eben für meine Ziff. Malfass ist nicht der größte Vorteil. Der Speer ist jetzt nicht voll. Das ist kein Problem, weil er ist trotzdem so voll, dass er nicht sterben wird. Aber es ist ein bisschen ärgerlich, weil ich
Ja, weil er halt jetzt immer noch reinzählt als Unzufriedenheit, wenn hier was schief geht. Ah, vielleicht hätte ich hier doch eben Handel erforschen sollen, dann hätte ich jetzt mehr von den Crowns, von den Goldmöglichkeiten. Und wir holen jetzt immer das die Free Nahrung ab. Leute rausziehen, das ist nicht jeden von euch ein Begriff. Auch hier hätte ich den letzten wieder überleben lassen sollen. Das wäre sinnvoll gewesen. Weil die Dinger einzunehmen gibt zwar Ruhm, aber hier ist jetzt zum Beispiel ein Wolfstyp wieder da. Das hält die KI schon davon ab, da sofort hinzugehen. Das heißt, zieh den auch mal raus. Ich glaube, das sollte kein Problem sein. Ich habe gerade die Lautstärke ein bisschen verringert, weil mir ist gerade aufgefallen, dass im Kampf selber habt ihr relativ wenig Möglichkeiten, was zu hören. Ha, jetzt haben wir wieder zu viele Verletzte. Die Lösung dafür ist relativ simpel. Ich brauche eine Brauerei. Bier macht Menschen glücklich. Oh, aber Bier kann ich mir gerade nicht leisten. Ha! Ziemlicher Teufelskreis. Sowas passiert öfter mal. Besseren Spielern definitiv nicht, aber ich bin da immer noch so ein bisschen am Juggeln. Oh, jetzt ist hier das Eisenvorkommen zu Ende. Und der Typ macht die ganze Zeit nichts. Da kriege ich da unten noch so eine Nachricht, aber die habe ich hier missachtet. Und das ist immer ziemlich wasted, wenn sowas passiert natürlich. Weil ich könnte in der Zeit dann mit den Dorfbewohnern sonst was machen. Eine Möglichkeit, mein Goldinkommen auch zu verbessern, ist Kriegsbeute. Diese Sachen sind für jede Ziff ein bisschen unterschiedlich. Hier ist jetzt auch wieder ein Wolf gespawnt. Das ist sehr gut für mich. Ja, ich hätte hier jetzt auch schon ein Eisending bauen können, aber gerade will ich lieber nochmal die Brauerei machen. Ein Dorfbewohner wird jetzt zum Holzfäller ernannt. Fest mal, das nächste kostet 220, aber das wäre auch nochmal wichtig, weil ich dann halt eben nochmal extra Gold bekomme und ich in der Zeit wachse. Ich brauche auch einen kleinen Holzvorrat, weil dieses Ereignis hier wird eben dazu führen, dass Gebäude von mir einstürzen und ich muss die dann mit Holz wieder herholen. Das übliche Prinzip. Ich könnte jetzt auch das hier besiedeln, aber das ist gerade nicht worth, glaube ich. Werkzeug zu verbessern wäre zwar gerade cool, aber ich brauche mein Gold für eben die andere Option. So, jetzt kann ich eben auf Handel gehen, um mehr Gold zu kriegen oder Richtung Waffenschmied, damit ich langfristig Kriegsbeute habe. Ich gehe eher Richtung Waffenschmied jetzt in der Phase des Games. Ist jetzt relativ gut alles verlaufen, würde ich sagen. Ich habe halt dieses Problem, dass zwischendurch meine Dorfbewohner nicht mehr wollen. Dafür brauche ich ja halt eben die Brauerei, aber die werde ich recht bald haben. Dann sollte ich auch im Winter weiter wachsen können. Das hier hatte ich befürchtet, aber das ist kein Problem, weil da gerade meine Truppen stehen. Dass das Wolfscamp hier hinkommt und die sind nur zwei Fischer von mir, die könnten dabei im schlimmsten Fall draufgehen, aber beim Wolfangriff passiert das weniger. Es gibt hier noch diese, ja, keine Ahnung, Trauer-Dinger. Die sind relativ cool. Es gibt übrigens ein paar coole Gimmicks im Game. Zum Beispiel der sagt, Wololo, ups, entschuldige, falsche Zeile. Age of Empires lässt grüßen. Finde ich sehr charmant, dass man da quasi die anderen mit reingenommen hat. Das ist der Mahlstrom. Hier kann man gewinnen. Das ist eine der Win-Conditions, die es gibt. Ach, ich habe jetzt genug für die Brauerei. Dann sollte ich die auch bauen. Ich baue hier hin. Hier ist jetzt ein Gebäudeslot darüber frei geworden, dass ich diese Mine abgerissen habe. Ich hätte jetzt trotzdem so ein Schiffsding bauen können, aber ich habe das jetzt relativ selten gemacht. Bin da auch kein Riesenfan von, muss ich sagen. Also wenn es die Win-Condition gibt, dann schon. Weil dann kannst du eben für diese Win-Condition diese Schiffe einsetzen. Wachse jetzt aktuell wieder nicht, ne? Weil ich habe einfach nicht genug Zufriedenheit. Und hier kommt der Winter und hier kommen Erdbeben. Wo ist es? Zack, das muss sofort repariert werden. Was ist, war das überhaupt mein Ausbildung? Ja, okay, das muss eigentlich nicht sofort repariert werden. Im schlimmsten Fall ist hier oben, ja. Da oben ist richtig viel kaputt gegangen. Die konnte das halt jetzt eben nicht reparieren, weil es keine Dorfbewohner sind. Das ist immer ein bisschen ätzend. Aber das gehört dazu. Und ich werde wieder angegriffen. Ist aber wieder nur ein Wolf. Ich schicke trotzdem mal den dritten dazu. Habe jetzt natürlich ein großes Nahrungsdefizit, weil da oben meine Sachen kaputt sind. Das ist ärgerlich. Das passiert schon mal. Im Winter hat man auch weniger Angriffskraft auf seinen Einheiten. Das kann man allerdings eben über Forschung wieder verhindern. Und das ist halt immer dieses Game, worauf wir zu gehen. Was ist dir am wichtigsten? Und ich hätte erst das hier, die Fischhütte reparieren sollen. Dann hätte in der Zeit wäre schon mal was passiert. Zack, komm schon. Schnell reparieren. Und jetzt ist Nahrung wieder deutlich besser. Ich habe trotzdem relativ viel Nahrung in der Phase verloren. Was ärgerlich ist. Und ich habe keinen neuen Dorfbewohner bekommen, weil ich eben die Brauerei nicht hatte. Ich hätte einen der Heiler abziehen sollen. Aber die Heiler produzieren halt eben auch Nahrung. Plus 6 aktuell. Importe 2? Mit wem kann ich denn hier schon handeln?
Achso, ich kann. Ah, ich kann erst handeln, wenn ich das Ding freigeschaltet habe. Na gut, na gut. Muss jetzt trotzdem gucken, wie ich an eine neue Nahrungsquelle komme. Ah, ich glaube, das Beste wäre da unten den Wolfsbau schon mal einzunehmen. Ich glaube, es geht erst, wenn ich die Ruine habe, dass ich da wieder Fischerei habe. Aber das ist auch nicht das größte Problem. Werkzeug verbessern kann ich jetzt. Ich habe 4 Fischer. Das heißt, Fischer sind aktuell das Beste, was ich aufwerten kann. Ich kann übrigens auch hier dieses Nahrungssilo sollte ich upgraden in naher Zukunft. Weil dann wird das alles nochmal um 10% erhöht. Was mehr worth sein kann als die Alternativen. Einen Wolf nehmen wir noch hier kurz mit. Besiedeln das dann. Haben natürlich auch nochmal mehr Ruhm. Ich bin bald schon bei 400. 400 ist ziemlich sick, weil dann kann mein Berserker halt eben diese Gebiete for free übernehmen. Was ziemlich nice ist. So. Ja, für den Wolfsbau haben wir auch nochmal 5 Steine bekommen. Das kann ab und zu eine ganz hilfreiche Mechanik sein. Gucken, Fischhütte kann ich hier nicht bauen. Ja, jetzt wird es ein bisschen schwerer. Ich warte jetzt darauf, dass ich das hier habe. Plus 15, weil da kann ich die killen und dann geben die mir halt eben 15 Gold jeweils. Was relativ worth ist. Meine Holzfällerhütte ist halt schlecht platziert, weil ich keinen Wald gefunden habe. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ein Wald ist normalerweise halt echt worth. Tricky. Ah, mein Speer ist schon wieder verletzt, ne? Ah, ich gehe auf Nummer sicher, schicke ihn kurz ins eigene Gebiet. Ah, jetzt schickt uns irgendwer auch keine Nahrung mehr, aber das ist halt relativ easy. So, den Speer, den muss ich jetzt hier irgendwie beschäftigen. Ich lasse den jetzt einmal bis nach da unten laufen und dann wieder nach oben. Dann funktioniert das. Jetzt habe ich eben die Möglichkeit, Kriegsbeute zu erforschen. Dadurch kann ich jetzt hier wieder reingehen. Meine Holzproduktion jetzt natürlich auch wieder deutlich besser. Die sind schon relativ strong. Das heißt, hier muss man schon wieder mit der Akku ein bisschen aufpassen. Mein Krieger sollte nicht so lange haben. Mein Berserker kann das deutlich besser. Prinzipiell ist der Fokus auf einen natürlich wieder deutlich besser. Jetzt muss ich kurz da hochgehen und gucken, was mich da angreift. Ja, das war halt eben genau die Befürchtung. Actually werde ich nur meinen Berserker da hochschicken. Krieger darf hier bleiben. Krieger darf hier bleiben. Weil mein Berserker ist relativ schnell da oben. Ich würde dieses Gebiet jetzt hier auf Dauer verlieren. Möchte das natürlich nicht. Ich werde mich dafür einsetzen, dass das nicht passiert. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich hier oben weiter forsche. Ah, nee, dafür brauche ich ein aufgewertetes Speergebiet. Speerlager. Das kann ich ja halt eben auch upgraden und da hat es genau solche Vorteile. Die zwei können jetzt hier helfen, weil der hat eh die Akku und die müssen danach eh wieder in das Gebiet rennen. Zack, 15 Gold wieder bekommen. Jetzt läuft das mit dem Gold deutlich besser. Das heißt, das ist jetzt kaum noch ein Hindernis. Aber das hier ist ja halt gerade das Problem. Ich habe halt nicht genug Nahrung, um die Sachen einzunehmen. Und das hier unten habe ich immer noch nicht eingenommen. Aber jedes Mal, wenn du was einnimmst, wird es auch schwerer. Also kostet mehr das nächste Mal. Und deswegen ist das auf Dauer halt auch nicht so einfach. Werde jetzt hier gleich die Fischhütte upgraden. Mach das jetzt schon. Kann dadurch quasi dazu kommen. Wahrscheinlich wollen die jetzt bessere Häuser. Nee, die sind einfach so unzufrieden. Ach, weil der Dorfbewohner nie in die Brauerei gegangen ist. Ich Idiot, ey. Ja, der produziert, hilft halt nur, wenn du da auch in den Ding drin bist. Ich werde den Krieger jetzt hier einmal kurz rausziehen, damit der heilt, weil im feindlichen Gebiet heilen deine Heiler nicht. Ja, ist halt einfach eine Balance Mechanics. Ich muss gerade gucken, wahrscheinlich werde ich nochmal die Jäger upgraden, 50% mehr Fleisch oder... Ja doch, gehen wir dafür. So, und das ist halt jetzt schon ziemlich gut. Also die verbessern sich jetzt schon ordentlich. Auch das hier erhöht es nochmal um 20%. Die Silos wiederum erhöht die Nahrung um 20% für beide. Das heißt, hier hätte ich vielleicht den Silo upgraden sollen, aber dadurch, dass, wenn ich die Fischerhütte upgrade, da auch noch einer mehr rein kann, ist das meistens mehr worth. So, besiedle das jetzt. Das sollte auch nochmal die Zufriedenheit erhöhen, weil im Hoheitsgebiet mehr. Finde ich immer cool. So, das nächste kostet halt schon echt viel. 400 Ruhm komme ich jetzt in nächster Zeit auch nicht drauf. Aber die Ruine wäre halt auch gut, um halt nochmal ein bisschen Plus zu machen. Und hier ist halt der Feind. Oh, ja. Hier ist der Feind. Das heißt, wir gehen rüber und besiegen auch sofort den Feind mit. Was für mich natürlich angenehm ist, weil der ist gerade geschwächt. Und auch das gibt mir wieder diese 15 Gold. Muss jetzt hier natürlich ein bisschen warten. 200 Nahrung, das wird ein bisschen dauern. Bin mir da nicht sicher, ob es sinnvoll wäre, jetzt den nächsten Festmahl zu machen, weil das halt eben dann genau diese Mixtur ist. Demnächst wollen die eben bessere Häuser, das ist nicht so wild. Und hier kommt bald beides Segen. Wenn ich das nächste erforscht habe, du kannst immer einen dieser Segen machen. Und das hilft schon mega. Diese plus 3 Zufriedenheit reichen meistens aus, um komplett glücklich zu werden. Jetzt ist die Frage, was ich bauen will. Ich glaube, ich baue hier oben einen Verteidigungsturm. Das ist die Frage, ob ich hier in die Richtung überhaupt weitergehen will oder nicht. Tricky. Ich brauche halt mehr Nahrung. Das ist halt immer noch so ein bisschen das Ding.
Okay, aber die Feuerwehr hat auf jeden Fall viel zu tun. Könnte auch das schon frei machen. Wenn ich das freischaufel und das einnehme, kriege ich 50 Ruhm. Ja, wir wollen bessere Häuser. Jetzt ist es soweit. Das können wir aber sofort machen, Gott sei Dank. Sehr angenehm. Ja, vielleicht sollte ich erst das einnehmen. Weil wenn ich die 50 Ruhm kriege, dann könnte ich das for free einnehmen. Ah, tricky. Haben wir euch Kampfgeräusche. Ich muss halt gerade mein Headset hier wieder aufladen. Ja, ist gerade ein bisschen tricky, aber ich glaube, ja. 50 Ruhm, ich bin halt bald dann beim vollen Ruhm. Ah, der hat jetzt das da schon eingenommen. Ne, komm, wir machen das altmodisch. So, mein Speer ist ziemlich verletzt wieder. Aber sobald er da fertig ist, müsste er hier rüberkommen und die Ruine untersuchen. So, was ist hier nochmal bei rausgekommen? Ah, tragreiches Land, das ist eine weitere mögliche Nahrungsquelle. Ich sollte jetzt aber trotzdem gucken, dass ich dieses Gebiet hier kriege, weil hier ist ja der Gegner. Und alle Gebiete, die ich halt natürlich erstmal habe, sind erstmal hilfreich. Jetzt sind hier so Portale gespawnt, sieht man auf der Minimap, das ist ein weiteres Ereignis. Und die sind relativ ärgerlich. Aber das war die erste Folge. Morgen geht's weiter, also am Sonntag. Bis dann.